In dieser Übung sehen wir Torabschluss mit Koordination, Variante Stop and Go immer wieder, Tempoveränderung mit entsprechender Präzision. Die Übung ist für jegliche Niveaus geeignet, für ein Reha-Training beispielsweise, je nachdem, wo der Athlet sich qualitativ befindet, kann man das Tempo entsprechend dosieren. Wichtig ist beispielsweise für einen Kniepatienten oder auch einen Rückenpatienten immer wieder in diese sportartspezifischen Bewegungsabläufe, die halt intensiv sind, nämlich anlaufen, stoppen, wieder Tempo auf und dann natürlich Schuss, 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 dass beispielsweise die Beine sich wieder an diese Position gewöhnen.